Radio Duisburg heute in Meiderich an der Klubkneipe Wollecke. Hier gab es einen Brand und jetzt im Radio Duisburg Interview Frau Grahl, Pressesprecherin der Polizei Duisburg. Wir sehen hier im Hintergrund das Haus, besonders den Dachboden hat es übel mitgenommen. Die Frage, die sich Personenbrand natürlich immer zuerst stellt, ist die nach der Brandursache. Was können Sie mir da schon sagen? Ja, unsere Brandermittler sind jetzt gerade vor Ort und nehmen den Brandort erstmal auf. Die schauen sich das Gebäude von innen an, nehmen Proben und befragen Zeugen. Dann erst können wir was zur Brandursache sagen. Wie wird da genau ermittelt? Können Sie das so ein bisschen erklären, worauf die Kollegen da oben jetzt achten? Ja, die schauen natürlich, wo der Brand entstanden sein könnte, ob es ein technischer Defekt war oder ob was anderes eine Rolle gespielt hat. Und die haben da verschiedene Mechanismen, wie sie das überprüfen können und wissen dann irgendwann auch in Zusammenarbeit mit einem Brandgutachter, der auch noch vor Ort ist, wie das passiert sein könnte. Es gibt 5 Verletzte. Wie geht es denen im Moment? Ja, die 5 Verletzten sind im Krankenhaus und werden da behandelt. Die haben leichtere Brandverletzungen und eben diese Rauchgasintoxikation. Teile des Hauses sind ja eingestürzt, das sieht man am Dach ganz deutlich, das ist schwer beschädigt. Ist das Haus einsturzgefährdet? Ja, generell sind da schwere Schäden entstanden, weshalb auch keiner da außer unsere Brandexperten und den Sachverständiger jetzt eingehen darf. Wir müssen natürlich gucken, in das unterm Dach, da kann man wirklich tatsächlich gar nicht reingehen. Da haben wir Sorge, dass die Holzdecke einkracht. Und unsere Brandexperten, die können im ersten Obergeschoss laufen. In der Kneipe ist soweit kein Brandschaden, außer dass da ziemlich viel Löschwasser steht. Also die Kneipe steht unter Wasser und dementsprechend wird sie auch erstmal geschlossen bleiben? Genau, die Kneipe wird erstmal geschlossen bleiben müssen, weil da eben durch das Löschwasser auch Schäden entstanden sind. Die Kollegen sind im Gebäude, der Sachverständige auch. Wann können wir denn mit neuen Infos rechnen? Ja, das können wir jetzt zu der Zeit noch nicht sagen. Die schauen sich das erstmal an und müssen natürlich auch schauen, wann sie ins Dachgeschoss können, um da zu schauen, ob da der Brand entstanden ist. Dementsprechend kann man bestimmt auch noch nichts zum entstandenen Schaden sagen. Nein, derzeit können wir noch keinen Tipp zur Schadenshöhe abgeben. Wie Sie selber sehen, sehen die oberen Geschosse sehr baufällig aus. Vielen Dank, Frau Grahl von der Duisburger Polizei. Hier nochmal das Bild. Also der Brand, der ist hier gestern früh ausgebrochen. Und die Feuerwehr war dann bis in die Mittagsstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aktuelle Infos aus Meiderich. Wenn es später mehr gibt, hört ihr das natürlich im Radio Duisburg Programm.